Der Austria Skitour Cup machte Ende Februar in Bayern Station. Genauer gesagt in Schönau am Königssee. Beim legendären Jännerstier ging es wieder richtig zur Sache. Aber das ist nichts Neues, denn jeder weiß, dieses Rennen ist nichts für Weicheier. Die Jännerbahn bei Berchtesgaden war Austragungsort des Jännerstiers, einem Individualrennen der Skibergsteiger. Das Rennen war zugleich deutsche Meisterschaft und vierter Stopp des Austria Skitour Cups. Demnach waren die Eliten beider Länder vor Ort. Für Österreich starteten unter anderem Tom Waldner und Heidi Bernsteiner, die zuletzt im Weltcup aufgezeigt hatte. Der absolute Topfavorit war aber der Berchtesgadener Toni Palzer, der derzeit unter den besten drei im Weltcup zu finden ist. Für ihn war das Heimrennen etwas ganz Besonderes. Der Jännerstier bedeutet schon ziemlich viel für mich. Da habe eigentlich so meine Ursprünge vom Skibergsteigen an den Berg und habe schon wahnsinnig oft mitgemacht. Und deswegen freue ich mich immer sehr, wenn ich mitmachen kann. Und wenn es eine deutsche Meisterschaft ist, ist es natürlich nur viel schöner. 100 Skibergsteiger waren am Start und gleich vorneweg die deutsche Nationalmannschaft in Gelb mit Toni Palzer als Spitzenreiter. Aufgrund eines Föhneinbruchs mussten die Veranstalter des Jännerstiers die Strecke kurzfristig ändern. Aber es blieben immer noch 5 Aufstiege mit über 1300 Höhenmetern, 4 Abfahrten und 3 Tragepassagen zu bewältigen. Palzer legte einen Blitzstart hin und setzte sich sofort ab. Dahinter Toni Lautenbacher und Philipp Schädler. Von rechts in schwarz sieht man Thomas Trainer noch vorne mitmischen. Aber keiner konnte dem Anfangstempo von Palzer folgen. Vom Watzmann beobachtet war Armin Höfel im blauen Helm bester Österreicher im ersten Anstieg zum Jänner. Er bewegte sich auf den Plätzen 4 bis 6. Bereits in den ersten Anstiegen und Tragepassagen verschaffte sich Palzer einen großen Vorsprung von 2 Minuten. Toni Lautenbacher aus Weilheim in Oberbayern bestritt nach Sprunggelenksproblemen seinen ersten Individualwettkampf der Saison und hielt sich auf Rang 2 vor Thomas Trainer. Der Steirer Armin Höfel bewegte sich in dieser Phase des Rennens in den Top 5 und war somit weiter bester Österreicher. Dicht dahinter der Oberösterreicher Daniel Rohringer. Höfel musste in der Folge jedoch wegen Magenkrämpfen das Rennen aufgeben. Bei den Damen war das Rennen wesentlich knapper. Stefanie Koch-Klingler hatte sich am ersten Berg etwas abgesetzt. Doch je länger es lief, desto näher kam die Salzburgerin Heidi Bernsteiner. Und die wurde wiederum verfolgt von der Juniorenläuferin Ina Forchthammer, beide aus dem österreichischen Nationalteam. Nun zurück zu den Herren. Toni Palzer sehen wir hier in der sogenannten Buckelpiste am Jänner. Er hatte mittlerweile 4 Minuten Vorsprung herausgelaufen und genoss das Rennen in seiner Heimat. Die Strecke wurde als Rundkurs gelaufen und so kamen die Läufer öfters an den Fans vorbei. Und die bedankten sich mit pausenlosem Applaus. Die Damen hatten eine etwas verkürzte Strecke und so kam Stefanie Koch-Klingler als Erste nach etwas über einer Stunde ins Ziel. Nur knapp dahinter folgte ihr Heidi Bernsteiner, die am Ende immer schneller zu werden schien. Aber es hatte nicht mehr gereicht, um Koch-Klingler wirklich zu fordern. Also ein bisschen hätte ich noch gebraucht. Aber das war nicht mehr zum Aufholen. Sie ist halt super gegangen und ich habe im ersten Anstieg einfach, mein Motor ist noch nicht gelaufen. Drum, also gratuliere auch an die Steffi, freut mich voll, beim letzten Rennen ein Sieg ist super. Den Sieg bei den Herren holte sich am Ende in ganz souveräner Manier Lokalmatador Toni Palzer. Und zwar mit einer Wahnsinnszeit von nicht einmal einer Stunde und 3 Minuten. Das ist absolut weltcup-tauglich da und wie gesagt, es war wirklich anspruchsvoll, es war ziemlich hart, aber die Abfahrten waren super zum Fahren und es war nicht herrlich oder so, es war echt perfekt. Daniel Rohringer kam letztlich als bester Österreicher als Fünfter ins Ziel, doch sein Rückstand betrug bereits enorme 7 Minuten. Zweitbester Österreicher wurde Thomas Waldner aus Bischofshofen als Sechster. Auch er war hellauf begeistert von der Strecke des Jännerstier. Es war die Strecke selber von der Topografie her auch sehr, sehr interessant, sehr anspruchsvoll mit den 5 Aufstiegen, 5 Abfahrten. Also eine total lässige Veranstaltung.